Guten Tag, ich begrüße Sie zu diesem Lernvideo zu SketchUp und Twinmotion. Ich empfehle Ihnen, das Vorwissen zu haben oder sonst den Film zu schauen über die Waldhütte, weil dieses Video doch etwas aufbauend ist. Was Sie hier lernen, ist nicht, wie Sie hier vielleicht Ihre Führung meinen in der Abbildung, wie man eine Kuh oder Menschen in Motion hinzufügen kann. Das haben Sie ja bereits bei der Waldhütte kennengelernt. Sondern es geht darum, so einen Wintergarten zu machen, der zum einen aus einem Bogen besteht, wie Sie hier sehen, und der aus Glas besteht. Das heißt, verschiedene Materialien und Formen, die über Rechtecke hinweggehen und auch noch den ein oder anderen Kniff, hoffe ich Ihnen hier in SketchUp und Twinmotion Ihnen hier zeigen zu können. Ich befinde mich bereits in der Software SketchUp, respektive auf der Website dieser Software und habe hier, wie Sie sehen, bereits ein Grunddesign gezeichnet von einem Gebäude mit zwei Lücken allerdings. Die eine Lücke hier unten, die wird dann geschlossen mit einer Wand und vor allem einer Tür. Und hier oben sollte dann so eine kreative Variante eines Wintergartens erstellt werden. Ich möchte gleich hier oben beginnen, und zwar, Sie haben ja bereits im Waldhütte-Video kennengelernt, wie man solche Rechtecke zeichnet. Hier möchten wir mal etwas Außergewöhnliches zeichnen, nämlich einen Bogen. Also nichts Eckiges, sondern etwas Rundes. Das gibt es ein spezielles Werkzeug bei SketchUp, das finde ich hier bei Arc für Englisch Bogen, finde ich das hier auf der Seite. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten, den einzuzeichnen mit zwei Punkten, einem Punkten. Das muss man etwas ausprobieren. Ich bevorzuge für diese Öffnung hier mal diesen Zweipunktbogen. Ich klicke auf den ersten Punkt, das heißt den Endpunkt. Sie sehen, wenn ich in die Nähe gehe vom Rechteck, zeichne ich gerade den Endpunkt an, dass ich den auch erwische. Das gleiche mache ich hier, habe hier wie oben auch den äußeren Endpunkt gewählt und nun zeigt es mir hier einen Bogen an. Ich könnte jetzt hier unten rechts sehen Sie, bei Balkstätte 2,27 Meter. Ich kann das hier eine Zahl angeben oder einfach kreativ das auswählen. Was Sie auch festgestellt haben, ist, dass das etwas eckig ist. Ja, das, wenn ich das größer mache, sieht man es besser. Das ist nicht wirklich ein Bogen, sondern ein Polygon. Und das kann ich anpassen. Es ist ein sehr guter Hinweis, immer unten links zu schauen. Da ist eine Hilfestellung, ganz unten links von der Software. Da steht Select Bulk Distance or Enter Value. Use Control Plus or Control Minus, um hier diese Anzahl zu ändern. Da stehen oft Hinweise. Ich probiere das aus. Ich drücke die Ctrl-Taste und das Plus. Es steht jetzt in 13 Seiten in diesem Bogen. Ich kann hier die Zahl erhöhen. Gehen wir mal, sagen wir, auf 20 hoch. Jetzt schaut das Ganze doch etwas runder aus. Und ich klicke jetzt einfach mal, dass, ja, da sind wir ja frei. Und Sie sehen, das hat sich erstellt. Ich drücke zwischendurch immer mal die Leertaste, um hier wieder in diesem schwarzen Pfeilmodus zu erhalten. Das ist die Abkürzung, hier drauf zu klicken. In SketchUp gibt es ja auch viele Tastaturkürzel, gerade Leertaste, um hier im neutralen Auswahlwerkzeug zu sein. Nicht, dass ich hier aus Versehen sonst etwas verändere. Das hat schon ziemlich gut funktioniert. Jetzt ist das allerdings etwas dünn hier. Wir können sagen, es ist eine ganz dünne Glaswand, aber ich möchte hier trotzdem noch etwas dicker hinzugeben, wie ich das ja bereits hier bei diesen Seitenwänden gemacht habe. Ich markiere diesen Bogen, ich kann den einfach anklicken. Wenn ich wieder draufklicke, ist der, wenn ich daneben klicke, ist der gelöscht vom Draufklicken her. Ich kann ihn auch auswählen, indem ich einfach mit der Maus draufklicke. Zur Auswahl ist zu sagen, das ist leicht unterschiedlich. Wenn ich wie gewohnt von oben links nach unten rechts jetzt hier das auswählen möchte, geschieht nichts. Das geht nur, wenn ich hier den gesamten Bogen innerhalb von diesem gezogenen Rechteck befindet. Jetzt ist er ausgewählt. Man könnte annehmen, dass das gleiche ist, von unten rechts anstatt von oben links, ist es aber nicht. Wenn ich jetzt die Maus loslasse, sind hier das Rechteck und der Bogen mit markiert. Das heißt, wenn ich von oben links nach unten rechts markiere, ist nur markiert, was in diesem Rechteck drin war. Wenn ich hingegen von unten rechts nach oben links markiere, reicht es, wenn ein Teil davon im Rechteck drin ist. Das kann sehr nützlich sein, respektive, wenn man das nicht weiß, kann es auch zu Verwirrungen führen. Okay, das war jetzt genug Abschweifung für den Moment mindestens. Ich markiere jetzt mal, gerade mit dieser neuen Methode, auch wenn es nicht nötig ist, diesen Bogen. Ich könnte jetzt auch den Bogen nochmals zeichnen hier und einfach etwas kleiner machen, aber kann auch den hier nehmen und verändern. Das ist nämlich eine sehr nützliche Funktion, weil die auch mit komplexeren Mustern, Formen funktioniert als diesen Bogen hier. Ich finde die hier unter diesem Tool, das wir ja bereits kennen, um hier
3D-Strukturen zuzufügen. Klicke einmal darauf und finde hier unten nicht Follow Me, sondern Offset heißt das. Wenn ich das nun auswähle, wähle ich nun das Objekt aus und gehe jetzt in die Richtung, wo ich eine Kopie von dem haben möchte und die wird automatisch angepasst. Ich könnte hier auch etwas größer machen, quasi es gegen außen ziehen. Unten rechts sehe ich jetzt 0,4 Meter, das wäre jetzt ziemlich dick. Ich kann jetzt hier einfach selber mit der Maus fahren, bis das dünn genug ist. Oder sagen wir, also für eine Glasscheibe, wenn die jetzt circa stabil sein muss, gebe ich hier 0,05 in der Tastatur ein. Die Richtung hat es durch die Maus angezeigt und drücke Enter. Jetzt ist das 0,05 Meter, das heißt 5 Zentimeter ist hier der Abstand zwischen den beiden. Drücke wieder kurz die Leertaste, um hier einen neutralen Modus zu haben mit der Maus. Was jetzt noch fehlt, ist hier mit dem Linienwerkzeug, dass ich hier eine ganz kleine Linie zeichne. Oh, das war falsch. Von Linienwerkzeug von diesem Endpunkt bis nach unten. Das war jetzt nicht praktisch. Ich gehe jetzt auch mit der Mausrad etwas hinein, kann die H-Taste drücken, um hier mit der Hand verschieben und mache das jetzt richtig. Nämlich vergrößern, dass ich hier den Punkt auch tatsächlich tüpfe. Nämlich dieser Endpunkt und diesem Endpunkt und das gleiche wieder einmal L drücken von diesem Endpunkt auf diesen Endpunkt. So ist es geschlossen. Ich merke, dass es geschlossen ist, weil hier hat sich ja gerade hier eine Fläche gebildet. Das heißt, es hat sich bestätigt, das ist ja tatsächlich verbunden. Gehe wieder etwas zurück mit der Maustaste, um hier die Gesamtübersicht zu haben. Das wäre hier dieser Wintergarten gewesen. Das Ganze ist doch etwas flach. Das geht jetzt ja sehr schnell. Ist jetzt etwas versteckt hier darunter, dieses Push-Pull-Werkzeug. Klicke darauf, wähle hier eine Fläche aus. Das wäre jetzt die hier. Fahre nach oben und kann hier wieder mit der Tastatur eine Höhe eingeben. Klicke einfach auf die 3 für 3 Meter und Enter. Jetzt geht es 3 Meter nach oben. Das gleiche mache ich, kann wieder etwas in die Nähe zoomen, dass ich das bereiche für die Glaswand. So, jetzt. Und hier muss ich die 3 klicken, weil das jetzt so hoch ist, dass ich das kaum sehe. Und hier geht das wieder für die andere Fläche. Und wieder die 3 ist nach oben. Drücke auf H für die Hand und sehe, das Ganze ist von der Farbe her noch nicht korrekt, aber es hat sich doch ziemlich gut eine Struktur hier gebildet. Ich möchte nun zeigen, wie man hier Materialien hinzufügen kann. Das ist insofern wichtig, dass wenn momentan ja alles aus Gleichmaterial besteht, dass es etwas schwieriger ist, das in Twinmotion zu sagen, das soll jetzt Holz beispielsweise sein und hier hinten soll dann durchsichtiges Glas sein. Wenn ich das jetzt schon festlege, macht es mir später einfacher, auch wenn in Twinmotion die Materialauswahl dann natürlich viel schöner ist, weil es dort irgendwie realistischere Materialien gibt. Was wir bis jetzt noch nicht festgestellt haben, ist, dass es auf der rechten Seite ähnlich wie auf der linken Seite verschiedene Icons hat. Und hier finden wir auch einiges über Materialien. Das klicke ich einmal an. Und hier habe ich eine große Auswahl von Farben oder auch hier von Asphalt oder von hier verschiedenen weiteren Materialien, die ich hier zufügen kann. Entschuldigung, ich wähle hier zuerst das Glas aus. Ich klicke wieder von unten rechts nach oben links, um hier alles zu markieren. Auch die obere Fläche und die untere Fläche, sodass hier wirklich alles, was mit Glas zu tun hat, Glas ist. Und Glas bin ich auch hier. Dann wähle ich gleich mal dieses Glas hier aus, was ja, ein normales Glas ist, das durchsichtig ist und sich sicher von den Eigenschaften vom Holz unterscheidet. Wenn ich da drauf klicke, hat hier jetzt gleich der Farbtopf, also Cursor und Farbtopf verändert, kann jetzt hier drauf klicken und man sieht hier, es hat funktioniert. Ich sehe jetzt hier durch diese Oberfläche hindurch. Ich klicke hier wieder kurz Leertaste, um auswählen zu können. Klicke hier mit der Maus darüber, hier unten, Entschuldigung, da muss ich gleich alles markieren, dass ich hier wirklich die gesamte Seite auf der Seite, alles, was mit Holz zu tun hat, auswähle. Und ich drücke jetzt die Shift-Taste, um hier auch noch diese Wand zusätzlich auszuwählen. So habe ich jetzt alles ausgewählt, was nicht Glas ist. Und das sollte doch alles das gleiche Oberflächen haben. Da haben wir gesagt, dass wir irgendetwas, genau Holz, das wäre doch passend für unser Haus. Da können wir etwas wählen. Das muss eben nicht so präzise sein, sonst auch unterscheiden. Ich wähle mal dieses hier an, klicke da drauf und da hat sich jetzt alles mit Holz hier dazugefügt.
Wenn mich das jetzt auf der Seite stört, kann ich hier einfach auf den Pfeil klicken und habe wieder die gesamte Arbeitsoberfläche zur Verfügung. Ist schon ziemlich fortgeschritten, unser Gebäude da, aber vorne, da fehlt wahrscheinlich noch eine Wand, aber ziemlich sicher eine Tür. Wenn ich da kreativ veranlagt bin und heimwerklich veranlagt, dann kann ich eine eigene Tür zeichnen. Ich kann aber auch eine auswählen, weil vor mir haben das schon sehr viele weitere Benutzer gemacht und hier ist integriert das 3D Warehouse, eine sehr große Datenbank von verschiedensten Modellen, von Pflanzen über ganze Gebäude bis eben Elemente wie Türen. Ich finde den hier etwas versteckt unter Komponenten und hier ganz oben haben wir ein Suchfenster, um hier etwas einzugeben. Ich gebe hier mal einfach Tor ein für Englisch Türe und klicke auf Enter und hier hat es bereits eine Auswahl verschiedener Türe, kann nach unten gehen, da hat es noch sehr viel weiter. Das 3D Warehouse gibt es auch als eigene Website, wo es etwas übersichtlicher ist. Hier ist der Vorteil, dass ich es auswähle, ist es bereits mein Modell hier drin. Klicke mal diese Tür hier an. Das hat sie ganz schnell importiert. Und wenn ich jetzt hier darüber fahre, kann ich die gleich positionieren. Ich kann jetzt hier beispielsweise gleich an diesen Rand gehen, den Endpunkt. Und die Tür ist jetzt bündig zu diesem Abschnitt hier. Klicke jetzt hier drauf und die Türe hat es eingefügt. Ich mache jetzt trotzdem noch das Ganze geschlossen. Ich klicke einfach das R für Rechteck. Klicke hier drauf auf dem anderen Endpunkt und hier auf die Oberfläche auf der Seite, dass ich das hier schließen kann, drücke die P-Taste, um hier dieses Element, das Push-Pull-Element zu kriegen, gehe auf die Fläche und ich könnte jetzt mich erinnern, dass es 3 Meter hoch sind oder einfach hier auf diese Endpunkt gehen, dass es hier oben bündig ist gegenüber dem hier. Das wäre jetzt schon angepasst. Jetzt haben wir hier noch so eine Öffnung, was etwas unschön ist. Klicke hier auch auf den Endpunkt und hier vorne, um das Ganze unten zu schließen. Das ist jetzt etwas schräg gekommen, aber für den Moment lassen wir das. Ich schiebe das einfach nach hinten. Das ist jetzt nicht ganz so perfekt. Sie sehen, da hat es eine kleine Lücke, aber für den Moment reicht es. Ich wähle hier einfach noch die Elemente aus, um hier nochmals über die Materialien da hinzuzufügen. Das hatten wir ja, dieses Holz hier, wenn ich richtig erinnere, klicke drauf. War das ein anderes Holz? Nein, der Maus loslasse, aber das jetzt so definiert. Hier vorne jetzt nicht so wie hoffentlich Ihr eigenes Haus dann von den Handwerkern gestaltet wird, aber für den Zweck dieser Übung reicht das. Sie können das dann besser machen. Aber es ginge vor allem darum zu zeigen, dass Elemente wie die Türe funktioniert haben, könnten hier natürlich noch Fenster hinzufügen. Das wird jetzt aus dem Wintergarten etwas dunkel hier drin sein, aber für den Moment ist das sicher hier ausreichend. Was jetzt noch fehlt, ist der Boden und das Dach. Das lasse ich aber für den Moment. Das nehme ich an, können Sie dann selber einzeichnen, sondern ich möchte mal hier das Ganze in Motion importieren. Ich klicke hier einfach neben Save, weil gespeichert ist es ja hier bereits auf der Webseite. Aber ich möchte das Ganze herunterladen. Klicke auf Download, lasse hier die aktuelle Version herunterladen, damit es dann hier in Motion eingefügt werden kann. Ich wähle einfach meinen Download-Ordner aus, klicke auf Speichern und das File ist hier auf meinem lokalen Rechner. So, ich befinde mich in Twinmotion und habe hier bereits die Landschaft ein klein wenig angepasst. Das ist nur etwas Kosmetik, damit das Haus in einem Kontext ist. Das Haus, das finde ich jetzt, wenn ich hier auf Import klicke, dann hier Importieren wählen, hier Open. Und jetzt muss ich mich erinnern, wo ich das gespeichert habe. Das ist dieses File hier, die aktuelle Version von diesem Haus mit einfachem Wintergarten. Klicke auf Öffnen und bestätige es. Und das soll jetzt eingefügt sein. Wahrscheinlich ist es direkt unter mir. Das heißt, ich gehe hier mal etwas zurück und schaue mich hier mal um. Ups, das war etwas schnell. Genau, hier ist es ja, unser Haus. Es steht noch etwas oben, aber für den Menschen spielt das keine Rolle. Wir sehen, es hat hier bereits Holzwände, die jetzt etwas merkwürdig ausschauen. Dafür scheint das Glas hier sehr praktisch zu sein. In Twinmotion ist es praktisch, was eine Übersicht zu kriegen, wie das ist. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich die einzelnen Elemente. Aber praktisch, wenn ich hier das einklappe, jetzt sehe ich hier Haus mit einfachem Wintergarten. Da sehe ich, aus welchen Komponenten das hier schon besteht.
Und das haben wir dann auch, dass ich das ein- und ausblenden kann. Wenn ich dann mehrere Gebäude habe, kann ich hier das ausblenden, könnte hier, wenn ich da nur ein Stück auswähle, jetzt auch sagen, ja, dieses Glas, das blende ich hier aus. Das ist praktisch, wenn man da hineinschauen möchte. Kann auch das ganze Objekt dann markieren, um es hier gerade jetzt vielleicht etwas nach unten zu schieben. Das stört doch etwas, wenn das hier so in der Luft schwebt. Ja, jetzt ist es hier drin. Was wir noch machen können, ist hier ein neues Material hinzufügen. Das ist nicht das praktische Holz. Wenn ich hier, jetzt muss ich da meinen Kopf kurz auf die Seite schieben, wenn ich hier draufklicke, finde ich bei, wenn ich da zurückgehe, habe hier Landschaften und dann auch Materialien, wenn wir jetzt ganz in der Library zurückgehen. Das ist das, was wir im Moment brauchen. Holz, da bleiben wir wahrscheinlich. Hier haben wir verschiedene Hölzer zur Auswahl. Da sehen wir gleich eine Vorschau. Etwas Dunkles oder nehmen wir mal etwas Helles. So also Bretter, schauen wir mal, wie das ausschaut. Klicke das an und respektive ziehe es mit der Maus auf die Oberfläche. Und das hat es hier gleich hinzugefügt. Das schaut doch vielleicht etwas anders aus. Wenn ich hier doch etwas, das schaut doch schön aus. Schauen wir mal, wie das Glänzende wirkt. Einfach mit der Maus darauf ziehen. Und nun haben wir das Gebäude mit einem schöneren Material hinzugefügt. Zur Erinnerung, in SketchUp müssen wir die Materialien zuweisen, auch wenn wir sie hier noch passender verändern können. Aber um zu sagen, das ist Holz und das ist eben hier Scheibe, Glas, muss das hier unterscheidbar sein von SketchUp her. Wir könnten jetzt da noch weitere Gebäude und anderes hinzufügen, aber ich glaube, für den Moment ist das sicher, reicht das aus.